willkommen zur neuen Folge von Happy Kitchen. Heute ist alles ein bisschen anders als normal. Wir waren in letzter Zeit immer draußen im Garten und heute wäre das Thema ideal. Wir machen nämlich Erdbeersorbet. Aber das Wetter hat uns heute einen Strich durch die Rechnung gemacht. Drum sind wir auch etwas später am Start. Wir haben gehofft, dass es noch schön wird, aber es regnet den ganzen Tag. Und naja, wir haben jetzt überhaupt gar kein Problem, heute unser Erdbeersorbet zu machen. Und morgen, wenn wunderschönes Wetter ist, können wir es wieder draußen im Garten genießen. Ein Erdbeersorbet zu machen oder generell Eis zu machen, ist viel einfacher, als ihr vielleicht denkt. Ist viel einfacher, als ins Geschäft zu gehen und eins zu kaufen, weil da müsst ihr nochmal losfahren. Ihr braucht fast gar keine Zutaten. Ich habe hier für das Sorbet frische Erdbeeren, ein bisschen Wasser, Puderzucker und Zitronensaft. Das brauchen wir. Was wir auch brauchen natürlich ist eine Eismaschine. Ich habe jetzt hier so eine Profi-Eismaschine, aber es gibt auch kleinere Eismaschinen, die man kaufen kann. Und es ist egal, welche Eismaschine ihr habt, das Rezept gelingt immer und ist super easy. Dann würde ich sagen, los geht's. Als allererstes wasche ich die Erdbeeren und mache den Strunk ab. In unserem Messbecher sind jetzt 500 Gramm geputzte Erdbeeren, 150 Gramm kaltes Wasser und jetzt gebe ich 3 große Esslöffel Puderzucker dazu. Noch etwas Zitronenschale für den frischen Kick. Und für ein besonderes Aroma noch 1,5 Esslöffel Walderdbeeren dazu. Und jetzt einfach nur noch alles gut durchmixen. So einfach ist die Sorbetmasse fertig. Jetzt müssen wir nichts weiter tun, als es hier in die Eismaschine einzufüllen. Jetzt können wir das Ganze schon anschalten und einfach auf unser Sorbet warten. Schon ist unser Eis fertig, plus 20 Minuten später. Bei manchen Eismaschinen kann es länger dauern, bei manchen geht es ein bisschen flotter. Und wir können unser Eis schon anrichten. Am besten ist das Erdbeereis oder generell jedes Eis natürlich so ganz frisch aus der Eismaschine. Meine Kinder allerdings, die stehen total drauf, wenn man das hier in diese Förmchen reintut mit dem Stiel und sie es am nächsten Tag dann einfach essen können. Auch ein kleiner Tipp von mir, wir ganz persönlich, wir verzichten auf den Puderzucker im Rezept, sondern wir nehmen Birkenzucker stattdessen. Dann hat das Eis nicht nur weniger Kalorien, sondern ist auch für die Kinder besonders gut, weil es halt eben die Zellen nicht angreift. Ja, und ich hoffe jetzt, dass alle, die zugeguckt haben, auch Lust bekommen haben, Eis selbst zu machen oder Sorbet selbst zu machen. Egal, was jetzt gerade bei euch im Garten reif ist, ob es jetzt Erdbeeren sind, ob es Kirschen sind, ob es Himbeeren sind oder auch andere Früchte. Ihr könnt wunderbare Sorbets draus zaubern mit dem Grundrezept, was ihr hier seht. Das geht wirklich mit allem. Und ich freue mich, wenn ihr das Ganze nachmacht, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen drunter kommentiert, wie es bei euch geworden ist, wie ihr das Sorbet immer macht und freue mich aufs nächste Mal, auf nächste Woche und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich auf euch. Tschüss!